Schlechtes Gewissen. Okay, ja, das habe ich aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr mal so eine Situation hattet, wo ihr vielleicht ein schlechtes Gewissen hattet wegen irgendwas, was so mit irgendwie passiert ist. Aber ich hatte mal so einen Moment, das war total unangenehm auch. Das war sogar, glaube ich, einer fast meiner schlimmsten Momente, weil ich bin einfach ganz normal nach Hause gekommen. Das habe ich gestern schon ein paar von euch erzählt. Und habe halt meine kleine Gastschwester zu mir gerufen, weil das war eine Straße, auf der eh kaum Autos wurden. Und dann habe ich so die Arme ausgebreitet und meinte so, hey Sierra. Und dann ist sie halt zu mir gelaufen und dann ist der große Hund von denen hinterher. Und der hatte kein Halsband an, war nicht angeleint und ist halt aus dem Garten rausgelaufen. Und auf einmal fing meine Gastmutter an, so richtig hysterisch loszuschreien. Weil unsere Nachbarn gegenüber zwei Kampfhunde hatten. Die waren aber angeleint und konnten halt auch nicht vom Gelände runter und so. Aber der Hund von denen ist halt so auf die zugerannt und hat die halt angekläfft. Und sie hat aber richtig übertrieben, weil sie in dem Moment wahrscheinlich so Angst hatte, dass sie halt meinte so, ja, die werden den gleich umbringen und so. Und ich war halt auch total geschockt, weil ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht und dachte dann für einen kurzen Moment, dass es war und dass sie die gleich echt zerfleischen. Und dann habe ich so meine Gastschwester auf den Arm genommen, die natürlich auch totale Angst hatte, weil sie irgendwie 5 Jahre alt ist. Und ich war so, oh nein, stirbt er jetzt? Ich so, nein, alles gut. Habe sie halt reingetragen und nachher war halt auch nichts, es ist überhaupt nichts passiert, weil der ja auch weglaufen konnte vor denen und sie wir den auch wieder reinbekommen haben. Aber ich war einfach total erschrocken, als meine Gastmutter auf einmal so rumgeschrien hat, weil ich so dachte, wenn da jetzt was passiert, dann bin ich schuld. Und dann hatte ich so ein schlechtes Gewissen wegen dieser Sache, obwohl ich ja eigentlich gar nicht wirklich was gemacht habe. Verständlich. Ja. Na klar, es ist erschreckend. Ja. Habt ihr irgendwie solche Momente mal gehabt? Oder ja, nicht so einen Moment, aber ja, auch einen Moment, wo ich halt ein schlechtes Gewissen hatte. Und zwar dann bei meiner zweiten Gastfamilie war es halt so, die waren schon sehr konservativ. Also generell so da, wo ich gewohnt habe, das war alles sehr, sehr, ja, konservativ eingestellt. Und sie haben mir halt gesagt, okay, wenn es eine Sache gibt, die du nicht machen darfst, dann ist es eine Beziehung. Ich wusste auch gar nicht, warum ich das jetzt nicht machen sollen durfte, aber das waren halt ihre Regeln. Und ich natürlich dann mit 16 da dachte mir, okay, komm, ich mach's halt trotzdem und habe sie dann im Endeffekt halt irgendwie angelogen, dass ich halt ja die ganze Zeit keine Beziehung hatte, aber ich hatte eigentlich eine. Und dann am Ende, als ich dann gegangen bin, dann habe ich denen halt so gesagt, ey, also ich hatte halt eine Beziehung, so sorry, dass ich es euch nicht gesagt habe. So. Und dann waren sie halt, wirklich so auf den letzten Tag von meiner Abreise noch so ein bisschen sauer auf mich. So. Aber dann am nächsten Tag haben sie gesagt, yeah, it's all good, no bad feelings. Aber da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen, weil ich sie halt die Monate über halt die ganze Zeit gesagt habe, nee, ist nix. Ich habe halt immer gesagt, ich bin bei Freunden abends. Also, ja. Das einzige Mal, wo ich ein schlechtes Gewissen habe, das habe ich schon in der letzten Storytime, glaube ich, erzählt, ist, dass halt sehr viele verrückte Leute an meiner Schule gab. Und einmal habe ich halt so ein Kid gesehen, das halt auf so eine ganz komische Art von Roller halt durchs Schulgebäude gefahren ist. Oh ja, und ich dachte halt einfach wieder so, okay, so another crazy kid. Und habe halt so eine Snapchat-Story davon gemacht und habe halt so irgendwie sowas wie Haha dazu geschrieben. Ah ja, das hat sich auch. Und dann haben mich auf einmal richtig, richtig viele Leute, die ich gar nicht kannte, angeschrieben, so ja, schäm dich, so ganz gemeine Sachen haben die zu mir geschrieben. Ich so, was ist denn jetzt los? Und dann hat mir eine Freundin gesagt, ja, der hat sein Bein gebrochen, der kann nicht laufen, deswegen braucht er diesen Scooter. Und ich so, scheiße. Und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich mich sozusagen darüber lustig gemacht habe, obwohl das eigentlich für den nur so eine Hilfestellung ist. Ich wusste das halt nicht und dann habe ich mich auch entschuldigt bei diesen Leuten, die mich angeschrieben haben. Ja, das war ein bisschen blöd. Habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt. Du hast gerade so genickt, ist dir das oft passiert, oder? Naja, ich war im Schwimmteam bei uns in der Schule und wir hatten da einen mit Down-Syndrom halt und das ist, also man sieht es halt auch und sowas, aber der wurde halt ja, von den anderen Teammates so ein bisschen ja, immer so aufs Korn genommen und dann im Endeffekt habe ich halt auch angefangen, ihn aufs Korn zu nehmen und habe mich dann im Endeffekt so schlecht dann später drüber gefühlt, weil ich halt erst, nachdem ich halt dann so wirklich 2-3 Monate im Schwimmteam mal gemerkt habe, dass der eigentlich wirklich nur, also der mit dem Down-Syndrom, dass der nur pure Intention hatte, der wollte wirklich nur Teil des Schwimmteams sein und halt mit uns schwimmen so und ich war dann halt Teil von den Leuten, die halt ihn so nachgemacht haben so und das habe ich dann realisiert, dass das halt wirklich gar nicht cool war. Aber im Endeffekt für mich war das, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Lernprozess, weil ich jetzt im Endeffekt weiß, don't judge a book by its cover, so weißt du, und dass ich mich auch nicht über Leute lustig mache, so das ist einfach so das Ding.